Brüder und Schwestern, ich heiße euch willkommen zu diesem Horror-Let's Play. Ich heiße euch willkommen zu Cornfalls 2, einem Spiel vom unglaublichen Kelvin. Dem einen oder anderen wird Kelvin vielleicht ein Begriff sein. Und ich spiele, denke ich, das erste Mal bewusst ein Spiel von ihm. Lasst mich die Geschichte von Cornfalls 2 erklären, indem ich die Beschreibung aus dem RPG-Atelier ganz horrormäßig vorlese. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des Reporters Dave Sherlington, der eine Reihe von ungeklärten Vermisstenfällen in der Stadt Cornfalls nachgehen will. Während seiner Recherche bemerkt er dann, dass sich hinter der friedlichen Fassade Cornfalls ein dunkler Abgrund auftut, in dem er langsam immer weiter zu versinken droht. Und was hat es mit diesem seltsamen Mann auf sich, der anscheinend mit allen Vorfällen in der Stadt etwas zu tun hat? Oh, so viel wollte ich jetzt gar nicht wissen. Egal. Ja, bei Cornfalls 2 handelt es sich mal... Ups, was denn das jetzt? Mal ausnahmsweise um eine Vollversion und keine Demo, wie wir sie die meiste Zeit hatten. Auch dieses Let's Play ist wieder mal blind gespielt. Das bedeutet, ich weiß überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Und entsprechend würde ich doch bitten, mich nicht zu spoilern. Ich bedanke mich. So, da dies ein neues Let's Play ist, werde ich, wie in der FHQ bemerkt, 4 Videos hochladen. Oh, ich freue mich schon auf dieses Spiel. Ein Spiel von Kelvin, hey! Cornfalls 1 werde ich übrigens nicht spielen, noch nicht. Vielleicht spiele ich es danach, mal sehen, wie der zweite Teil wird. Vielleicht bin ich neugierig und spiele Teil 1. Aber genug geschwafelt, lasst mich einfach beginnen. Lasst uns beginnen, lasst uns zusehen und lasst uns gemeinsam teilhaben an diesem Erlebnis, an einem Spiel, was von Silent Hill inspiriert ist und man es auch merkt. Was nicht schlimm ist, denn Silent Hill 2, 3, nein, überhaupt Silent Hill ist ein gutes Spiel, ist eine gute Welt. Ich bin ein Fan von Silent Hill. Und deswegen kann ich es kaum erwarten, nun in die Welt von Cornfalls 2 einzusteigen. Auf geht's! Möchtest du dir das Intro ansehen? Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich das nicht tun würde? Auf geht es, lass uns die Vorgeschichte hinter uns bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Intro selbst schon kenne. Denn natürlich habe ich auch dieses Spiel angespielt, aber mehr auch nicht. Nova Production. Oder auch Kelvin. Kelvin. Präsentiert ein Spiel von Kelvin. Ja. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Kelvin, Kelvin, Kelvin. Ha, kenne ich tatsächlich schon. Ein langsamer Bus. So, das dürfte Dave Sherlington sein. Cornfalls 2. Cornfalls 2. Der Name ist bereits Englisch, also spreche ich es auch Englisch aus. Cornfalls 2. Die Musik erinnert bereits sehr an Silent Hill. Ich werde mal ein klein wenig lauter machen. Ich hoffe, man versteht mich dann noch. Guten Tag. Tag, was kann ich für Sie tun? Ich suche das Blue Horizon. Einfach die Straße nach rechts runter. Danke. Bleiben Sie länger in der Stadt? Ja, ich möchte einen Artikel über die ungeklärten Vermisstenfälle schreiben. Die Stadt hat in dieser Sache ja schon eine traurige Berühmtheit erlangt. Ja, die Vermissten. Für welche Zeitung schreiben Sie denn? Für den Eastern Herald. Der Eastern Herald also. Die Zeitung hat einen guten Ruf. Wissen Sie, die Berichte der ganzen Boulevardblätter haben unserer Stadt sehr geschadet. Ich werde mich nur an die Fakten halten. Denn ich bin von der Bild,
Eastern Herald. Gut. Gleich die Straße runter, haben Sie gesagt. Ja. Gut. Nochmals danke. Einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Und jetzt möchte ich noch ein Bierchen. Ich will ein Bierchen. Ah! Menno. Komm, Falls. Ja. Achso, ich muss Enter drücken. Eine kleine amerikanische Stadt in nirgendwo. Meine Kollegen haben mich belächelt, als sie erfuhren, dass ich gerade dort hoffte, die Story für meinen ersten großen Artikel zu finden. Ich kann selbst nicht genau sagen, warum, aber als ich von den ungewöhnlich vielen vermissten Fällen hörte, war mir sofort klar, dass es die Chance ist, um groß auszukommen. Ah, ich werde mich meiner Stadt umsehen, umschauen und dann umsehen, um mich nach den Vermissten erkundigen. So, ich werde jetzt doch wieder kleinen Tick leise machen. Ja, müsste gehen. Außerdem brauche ich eine neue Speicherkarte für meine Kamera, da ich heute leider vergessen habe. Und er sonst nicht speichern kann, oder? Speichern, doch kann er. Juhu, er hat auch schon eine Speicherkarte. Wow. Gut, gehen wir nochmal ins Menü. Okay. Also mein Inventar. Eine Kamera, Digitalkamera. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras stehen die Fotos sofort bereit und können am PC weiterverarbeitet werden. Cool. Wir können es aber nicht benutzen, auch nicht ausrüsten. Okay, wir haben sowieso keinen Film mehr. Speicherkarte, ja. Ben. Nein, oh mein Gott, ah. Ich dachte Menü Ben. Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Okay, kann ich hier was untersuchen? Ja. Mein Laptop. Und? Ich brauche im Moment nichts aus meinem Koffer. Und? Darin ist nichts. Eine Schreibmaschine? Nein, irgendein Behälter, wie es scheint. Gut. Ich habe ein paar Kleidungssachen in den Schrank gelegt. Ein Schrank. Ich weiß übrigens nicht, wie dieses Spiel abläuft. Ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Ich verrate es mir auch bitte nicht. Ein alter Zeitungsartikel über die Stadt. Ich weiß nicht, ob hier geschossen wird, ob es überhaupt Action gibt, ob quasi ermittelt werden kann, ob es so ein Horrorspiel ist. Ich weiß es nicht, aber ich will es auch nicht wissen. Wie gesagt, es ist ein Blind-Let's Play. Ich will alles... Ich will mich überraschen lassen. Ein Bild von Bosch. Bosch. Schleichwerbung. Im Schrank ist altes Geschirr. Und? Die Tür ist verschlossen. Was zur Hölle ist hier los? Und das ist mein Zimmer. Und das ist... Die Tür ist auch verschlossen. Was zur Hölle ist hier los? Oh mein Gott. Sie wollen doch mal rausgehen, Mr. Sherlington. Nochmal, ja? Ja. Es wird bald dunkel. Nachts sollte man in Cornfalls lieber im Haus bleiben. Warum? Ein wildes Tier zieht hier durch die Gegend. Gestern hat es die Armhunde des Sullivans in Stücke gerissen. Ich würde mich schon vorsehen. Aber trotzdem danke. Eine Zeitung. Wo sie später als 22 Uhr zurückkommen, bitte ich sie, die Haustür wieder abzuschließen. Ich werde daran denken. Und weiter gibt's hier nichts. Was gibt's denn hier links? Die Tür ist verschlossen. Nichts. Na gut. Noch müssen wir uns nicht... Noch müssen wir nichts erkunden. Jedenfalls nicht großartig. Okay. Blue Horizon. Hier habe ich ein Zimmer gemietet. Sieht sehr einladend aus. Ja. Ein bisschen heruntergekommen irgendwie. Was steht noch auf dem Zettel? Vielleicht hilft uns das weiter. Werbung für einen Elektronikfachhandel. Auf zu Saturn. Lolololo. Nee, zu Bosch. Ich kann nicht entziffern, was dort steht. Scheiß Kids mit dem Graffiti. Eine Telefonzelle. Das sehe ich auch. Spielzeug? Ja, Spielzeug. Dort hinten ist anscheinend ein Industriegebiet. Nicht unbedingt der Ort, wo ich Informationen finde.
Richtig. Also, wie war das? Die Straße nach rechts. Ja, dort kommen wir dann weiter. Gut, wir werden diesen Weg allerdings erst im nächsten Video beschreiten und ich werde an dieser Stelle speichern. Das ist gut, denn wir können überall speichern. Ich hoffe, das Speicherkontingent ist nicht begrenzt, aber wahrscheinlich hätte uns der Entwickler schon frühzeitig darauf hingewiesen und das hat er nicht, also können wir unendlich oft speichern. Das ist sehr lieb. Vielen Dank, lieber Kelvin. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Wie gesagt, 4 Videos werden jetzt am Stück hochgeladen. Wir sehen uns gleich bei Calm Falls 2. 2. Calm Falls 2.